Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Videotagebuch aus dem Zen Garden Paraguay. Ja, hinter mir seht ihr schon die Doppelhaushälften Orchidee und Kolibri. Wir schauen uns gleich mal an, wie eine Treppe im Haus Orchidee vorbereitet wird. Kommt mit! Wie ihr sehen könnt, hier ist die Vorbereitung für die Unterseite der Treppe. Und diese Woche werden dann die einzelnen Stufen noch positioniert und dann wird auch schon die Treppe gegossen. Und wie das Ganze fertig aussieht, das schauen wir uns bei Kolibri an. So, hier Premiere. Die Treppe ist fertig. Wir werden gleich nach oben gehen. Das wird ein bisschen holprig, weil wir da durch dieses Gerüst durch müssen, aber das schaffen wir schon. Und wir gehen das erste Mal in den ersten Stock der Doppelhaushälfte Kolibri. Kommt mit! So, wir sind oben. Willkommen im ersten Stock der Doppelhaushälfte Kolibri. Und gleich, wenn sich mein Kameramann umdreht, seht ihr, hier wird die Wand sehr hochgezogen, weil wir ja ein Schrägdach haben. Und das ist vorbereitet worden. Das heißt, in Kürze kann schon das Dach kommen. So, kommt herein. Das ist das Badezimmer. Schön groß. In der Ecke muss dann die Säule noch weiter hochgegossen werden. So, und hier befinden wir uns in dem schönen großen Wohnzimmer von Kolibri. Hier geht es um die Ecke, das zeigen wir euch jetzt auch gerade noch. Ihr seht die Schräge oben, das ist eben fürs Dach die Schräge. Sieht doch schon ganz gut aus. So, diese Öffnung, die verschwindet natürlich und hier fehlen natürlich noch Ziegel. Doch die brauchen die Arbeiter, um hier fertig zu arbeiten. Das wird später zugemacht, aber das ist jetzt unser Zugang zur Haushälfte Orchidee. Kommt mit! So. Hier befinden wir uns entweder im Kinderzimmer oder auch im Büro der Doppelhaushälfte Orchidee im ersten Stock. Auch hier könnt ihr die Schräge sehen, es ist vorbereitet worden. Und wir schauen uns jetzt das Bad und das Schlafzimmer an. So, hier ist das Badezimmer. Auch schön groß. Ihr seht hier an der Wand in Blau die Berechnung der Höhe, die hier noch hochgezogen werden muss fürs Dach. 4,54 Meter wird das Dach auf dieser Seite sein. Und wir gehen hier in das große Elternschlafzimmer. Wie gesagt, hier ist die Wand noch nicht hochgezogen worden auf 4,54 Meter, das kommt noch. Aber wenn ihr hier schaut, ein sehr schöner großer Raum, aus dem man ganz viel machen kann. Hier über diesen Flur kommt man dann hinein in das Obergeschoss und da ist die Treppe, die wir gerade von unten gesehen haben, die dann wahrscheinlich beim nächsten Videodreh fertig sein wird. Hoffentlich. Wie ihr sehen könnt, planen wir auch wirklich schöne große Fenster, damit viel Licht reinkommt. Die Fenster sind doppelisoliert, also doppelverglast. Was hier in Paraguay noch nicht so üblich ist. Uns ist es aber wichtig, damit man wirklich in Begleitung zu den Thermoblocken ein schönes Raumklima bekommt. Alles, was ihr seht, was diese Thermoblocke hat, hier, das sind Außenwände. Die Außenwände sind alle eben diesen Thermoblocken, die eine sehr gute Isolierung gegen Lärm, Kälte und Wärme haben. Ja, wir gehen wieder runter und dann geht das Video weiter. So, wie ihr sehen könnt, erstens haben wir eine neue Lieferung Thermoblocke bekommen. Zweitens sind sie gerade dabei, die Außenstruktur, also das Texturierte der
Außenmauer vom Bungalow des Hausmeisters zu machen. Und es ist zum Teil auch schon gespritzt. Und was fertig und zwar abgedeckt ist, das schauen wir uns trotzdem jetzt an. Ich decke es für uns auf. So, jetzt schaut mal hier runter, wie schön das geworden ist. Das Weiße ist normal und zwar kommt jetzt noch durch die Feuchtigkeit vom Zement, es wird ja mit Zement hier gelegt, kommt Salz noch an die Oberfläche. Das dauert jetzt ungefähr noch 2-3 Wochen, dann kann man das schön abwaschen und dann kann man das hier lackieren und dann ist es fertig. Aber diese Zeit muss man dem noch geben, dass überall eben so wie da diese weißen Flecken, das Salz nach oben kommt. Denn wenn man vorher versiegelt mit Lack, dann kommt das Salz trotzdem und man hat es unter dem Lack und es sieht dann weniger schön aus. Ja, dann gehen wir mal in unsere Rezeption. Die ist nämlich auch fertig. So, das heißt, meine zwei grünen Wände sind gemacht. Hier kommen ja weiße Möbel davor, sodass es einen sehr schönen Kontrast gibt. Hier die Seite ist etwas heller, da werden wir ja unseren Schreibtisch haben und ausschauen. Und wie ihr seht, wir haben es uns für die Baustelle ein bisschen gemütlich gemacht mit unseren zwei Campingsesseln. Ventilator läuft, wir sind hier jetzt schon seit einiger Zeit, weil gerade eine Klimaanlage eingebaut wird. Ja, es geht voran. Schauen wir mal in den Bungalow des Hausmeisters. So, wie ihr sehen könnt, wenn wir darüber schwenken, hier wird die Klimaanlage die erste eingebaut. Und es geht durch das andere Zimmer. Wir gucken mal, ob wir reinschauen können, ohne die Arbeiter zu stören. So, dann schauen wir auch hier mal ins Bad. Hier ist man nämlich schon dabei zu streichen. Das heißt, wenn hier fertig gestrichen ist, kommen dann eben auch die ganzen Armaturen, das WC, das Waschbecken, der Duschkopf und alles wird dann angebracht. Aber wie ihr seht, es geht hier richtig, richtig gut voran. So, und jetzt noch ein paar Impressionen von unter der Woche. Hier wird gerade das Stahlgestell für die Treppe des Haus Orchidee vorbereitet. Und hier sehen Sie, wie die Ziegel Richtung Haus transportiert werden. Ganz einfach mit einer menschlichen Kette. Und die werden dann vorm Haus abgelegt. Und das sind die Ziegel, die dann fürs Erdgeschoss benötigt werden. Hier sehen Sie es, Ziegel sind vom Haus, oben die Ziegel sind fast, oder die Wände sind fast fertig. Hier fehlen noch ein, zwei Reihen beim Haus Kolibri, aber ansonsten alles fertig im ersten Stock. Und es kann im Erdgeschoss gemauert werden. Ja, ich denke, das war's für heute. Wir haben euch alles gezeigt, was es Neues gibt. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Ihr könnt auch unten drunter den Kanal abonnieren und am besten auch die Glocke aktivieren, die euch dann immer Bescheid gibt, wenn es ein neues Video von uns gibt. Ansonsten mehr oder weniger jeden Freitagabend. Also, bis bald wieder. Tschüss!